Jawohl, ja. Guten Abend, Lightflowers. Guten Abend, alle anderen. Und herzlich willkommen zurück hier zu Elder Scrolls Legends. Wir fordern die Seelensteine ein. Und, ja. Beim letzten Mal, also ich habe jetzt gerade Handgemenge, jetzt mit besten Listenpreisen. Das Handgemenge beginnt am Samstag um 12 Uhr und endet am Montag um 12 Uhr. Können wir uns ja gleich mal ins Handgemenge stürzen. Verwende 10 Fähigkeiten von letzter Atemzug. Versammle 10 Kreaturen. Aha. Muss ich das auswählen oder was? Was ist denn versammle 10 Kreaturen? Was heißt denn das? Ach so, ich muss in jeder Reihe 5 Kreaturen haben oder was? Geht doch gar nicht. Sind doch nur 4 Stück, die ich haben darf. Oder sind es 5? Verwende 10 Fähigkeiten von letzter Atemzug. Ja, ich glaube, das ist einfacher. Gibt zwar nur 50, aber. Ja. Gut. Ich habe zwischendurch mal wieder eine Runde Hearthstone gespielt und ja, war völlig entnervt, schon nach 3 Runden, und hab's wieder deinstalliert. Ich hatte in der Arena, ohne Scheiß, ich hatte in der Arena 6 Legendary-Karten und 3 richtig gute Karten doppelt. Habe einen Schamanen gespielt und habe eine Runde gewonnen und dann 3 Runden verloren. Wo ich mir dachte so. Bitte? Mit 6 Legendary-Karten und dem Deck wollt ihr mich verarschen. Die anderen waren halt noch einfach noch mächtiger. So, es ist einfach nur unfassbar albern, was aus Hearthstone geworden ist. Weil es ist. Also Power Gaming ist dafür das falsche Wort, weil es drückt nicht das aus, was die Leute da tun. Nicht annähernd. So, wir starten das Let's Play natürlich wieder mit einem Öffnen. Oh, hier haben wir was. Karthspitze Geißel. Beschwörung. Gib allen gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe minus 1, minus 0. Interessant. Skelettdrache. Oh, ich muss das Handy noch ausmachen. Gut, dass du gerade bimmelst, liebes Handy. Klick. So. Wächter. Beschwörung. Gib allen Kreaturen. Oh, eine goldene. Wow. Geil. Meine erste goldene Karte. Wupp, 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 wupp. Gib allen Kreaturen in deinem Ablagestapel plus 2 plus 2. Letzter Atemzug. Ziehe eine andere zufällige Kreatur aus deinem Ablagestapel. Das ist natürlich ziemlich geil, Skelettdrache. Nebelschleierverzauberer. Schutzzauber. Beschwörung plus 2 plus 0. Wenn du eine weitere verbündete Kreatur mit einem Schutzzauber hast. Wenn du einen Drachen beschwörst, erhält Klippenausguck plus 1 plus 1. Gehörnter Helm plus 2 plus 3, schöne Karte. Prophezeiung, Schutz, Zauberwächter. Was ich übrigens so schön finde an Elder Scrolls Legends und was mich bei Hearthstone verzweifeln lässt, ist, also die Karten hier haben natürlich auch, es geht natürlich darum, richtig gute Sets hier zu bauen mit den Karten und die natürlich gut auszutarieren. Und ich glaube, dass man hier auch, wenn man einen vernünftigen Pool an Karten hat, das auch wirklich gut tun kann. Bei Hearthstone ist es einfach mittlerweile so overpowered und ist in den freien Spielen gegen Leute ist es trotzdem so viel Glück dabei, welche Karten man zieht. Und ich finde einfach, hier ist dieses offene System, das fühlt sich mehr an wie Magic. Es fühlt sich wirklich mehr an, als hätte ich mehr Kontrolle darüber, wie taktisch mein Set ist. Und das fühlt sich einfach echt gut an. Ja. In diesem Sinne, nächstes Set aufmachen, würde ich mal sagen. So. Eine blaue haben wir, zwei blaue haben wir. Schön. Ich fange trotzdem hier oben an. Eidgebundene Beschwörung. Wenn du eine Intelligenzkarte im Spiel hast, zieh eine zufällige Aktion aus deinem Deck. Eine Ausdauerkarte im Spiel hast, beschwört in jeder Reihe erhobene Tote. Cool. Dresspionen. Sieh dir die oberste Karte deines Decks an. Du kannst sie abwerfen. Aha. Wenn ich eine. Was ist das nochmal? Präzision oder was ist das der Fall nochmal? Erhalte in diesem Zug 3 Magicka, eine Stärkekarte im Spiel, ziehe eine Karte. Wildes Ungeschick, verraten, fessle eine zufällige gegnerische Kreatur in jeder Reihe. Geil. Großinquisitor, verehren 4 plus 3 plus 3. Beschwörung, vernichte eine Kreatur, deren Macht geringer ist als die von Großinquisitor. Ach so, kann mir eigentlich mittlerweile mal jemand sagen, warum hier immer verehren und da oben immer erhöhen steht? Das ist doch dasselbe, oder nicht? Ja, wie auch immer. Und wir haben noch eine Dwemer-Rätselkiste. Lege die oberste Karte deines Decks ab. Letzter Atemzug, ziehe eine Karte. Finde ich immer noch sehr seltsam. Gut. In diesem Sinne haben wir die beiden Pakete aufgemacht.
Und wir haben das letzte Mal Teilnahme möglich bis in... Wir haben nur noch 15 Stunden Zeit fürs Handgemenge. Das haben wir noch nie gesehen. Was ist das hier eigentlich? Heißt das 19 neue Karten oder was? Ja, das heißt es. Alles klar, interessant. Ah, oh, das sieht auch so schön. Das sieht so schön aufgeräumt aus, Leute. Das ist einfach, ja, es ist so schön schlicht alles. Das finde ich jetzt gerade tatsächlich zu schlicht, weil ich sehe nicht, doch, die Karte und die Karte sind neu, alles klar. Jetzt fallen mir auch neue Karten mehr auf. Ich weiß, wo ich drauf achten muss. Das ist doch schon eine ganz beachtliche Anzahl hier eigentlich, finde ich, von Karten, die wir schon gesammelt haben. Und das nur, fast nur über die Questen bisher, also über die normale Story. Und zweimal Arena, einmal offen und einmal geschlossen, die wir in den letzten paar Spielen gemacht haben, die ihr euch natürlich gerne noch angucken könnt auf YouTube. Ach so, in YouTube sind erst die ersten beiden raus. Ich werde jetzt, sobald ich die Videos bearbeitet habe in den nächsten beiden Tagen, werde ich die, und hochgeladen habe, was bei der Internetverbindung meiner Eltern leider wieder dauern kann, werde ich die jeden Tag wieder hochladen. Also es wird dann wieder täglich Folgen von Elder Scrolls geben. Solange bis sie eben, ja, bis ich eben keine mehr habe. Wir werden jetzt noch kein neues Deck anlegen. Das werden wir irgendwann, irgendwann mal machen. Ich würde sagen, ich springe jetzt nochmal hier in die Kampagne rein. Denn die haben wir ja immer noch nicht zu Ende gespielt. Ach, ist dieses blaue... Ah ne, das blaue Ding ist einfach nur das, dass es neu ist, ne? Der vergessene Held war das, was wir durchgespielt haben, oder? Ja. Ich finde es immer noch blöd, dass man das nicht erkennt. Warum steht da nicht irgendwie... Warum ist nicht... Das ist echt doof gemacht. Dass man nicht erkennt, dass wir das schon zu Ende haben. Oder erkennt man das? Kann mir irgendjemand sagen, an was man das erkennen kann? Die beiden haben wir auch immer noch nicht gemacht. Und hier sind wir noch nicht weitergekommen, aber hier habe ich jetzt gerade keine Lust reinzuspringen. Deshalb würde ich mal den dunklen... Der Fall der dunklen Bruderschaft. Den dunklen Fall der Bruderschaft, ja. Auch eine Art. Den dunklen Fall der Bruderschaft machen. Ach so, der kostet Geld. Oder 1000 Goldstücke. Dreierpaket. Doppelpaket. Die kosten alle immer 1000. Auch interessant. Okay. Das wahrscheinlich dann auch. Jawohl. Aber wir wollen es ja wie auch Hearthstone komplett kostenlos spielen. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch einfach mal hier in so ein Handgemenge, weil das hatten wir noch nie. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich sowas wie Kartenchaos, schätze ich mal, bei Hearthstone. Finde heraus, wie gut dein Lieblingsdeck wirklich ist. Spiel so lange, bis du 9 Siege oder 3 Niederlagen eingefahren hast und nimm dann deine Belohnung entgegen. Die ersten 3 Läufe gehen in deine besten Listenbewertung mit ein und die besten 2000 Spieler erhalten zusätzliche Belohnungen. Kostet auch 150, aber wir haben ein Ticket hier. Ja, in diesem Sinne... Was ist das denn hier eigentlich? Spiele ein Spiel im Versuskampf. Ja, dann spielen wir doch mal ein Spiel im Versuskampf, würde ich sagen. Und lösen noch diese Queste. Und wir machen das wieder mit der Gruppe Überleben. Damit der sind wir eigentlich ganz gut gefahren bisher. Schnell. Was ist das denn jetzt für ein Unterschied hier? Übungskampf. Novize, Adept oder Experte. Spiele gegen einen KI-Gegner. Stelle deinen Decks dabei auf die Schwierigkeitsstufen auf die Probe. Verdiene Seelensteine und stelle damit im Deckbaumodus neue Karten her. Über Übungskämpfe kannst du keine... Ja, vermutlich wird da noch stehen, Erfahrungspunkte generieren oder sowas. Nehmen wir einen Versus-Kampf und nehmen wir ein schnelles Spiel. Spiele gegen einen anderen Spieler. Sichere dir Belohnungen wie Karten, Gold und Seelensteine. Über Versus-Kämpfe kannst du Quests abschließen und Titel verdienen. Machen wir doch einfach mal einen schnellen Kampf mit der Gruppe Überleben, da würde ich sagen, oder? Alle 10 Stufen erhältst du einen zusätzlichen Sack Gold und eine Verbesserung einer legendären Karte. Nordgast. Gegen einen Gast. Interessant. So, oh, wir müssen auch noch den Titel ändern, den Hauptmann. Ich habe da immer noch Quarra-Clan-Plünderer stehen. Das finde ich nicht schön. Hört ihr eigentlich den Spielesound? Ist der laut genug oder ist der euch zu leise? Wollte ich eben schon mal fragen. So, ich fange an. Den Lehrlingsrang packen wir mal ein bisschen, obwohl, behalten wir. Dann verlieren wir weniger schnell, unsere Runen. Ja, die behalte ich mal alle 3.
jetzt müssen wir wieder freundlich Hallo sagen hier. Denn wir spielen ja gegen Menschen, gell? Bisschen schade, dass die Karten gar kein interaktives Ding haben, weil da kann man sich bei Hearthstone immer ganz nett zwischendurch die Zeit vertreiben, in diesem auf dem Rand rumklicken. Habe ich immer ganz gern gemacht. Für dich ist das gut so, alles klar. Ja, dann mache ich es auch nicht lauter. Wir sind zu allem bereit. Okay. Ja, um den halt, den kann ich nächste Runde ja vernünftig, oder danach die Runde vernünftig benutzen. Deshalb gebe ich mir jetzt einfach mal noch 5 Punkte zusätzlich. Dann kann er mich erstmal angreifen, ist erstmal nicht so wild. Ach, der hat auch einen Zug, dann gibt er sich auch selber. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber gut. Hier, den können wir gleich direkt, können wir gleich nicht direkt wegmachen. Den können wir gleich hier direkt hinpacken, das finde ich ganz gut, den furchtlosen Nordländer. Ich übernehme die Vorhut. So. Wenn der nämlich Schaden erleidet, kriegt er nämlich erstmal plus 2, plus 0. Fände ich super. Und durchbrechen hat er sowieso. Guten Tag an alle neu hinzugekommenen Zuschauer. Freut mich, dass ihr da seid. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Nehmt es nicht persönlich. Ich war gerade auf Streamlabs fokussiert. So, was haben wir denn hier? Wer sich mit meinem Clan anlegt, legt sich mit mir an. So. Sterbt, Abschaum. Was hat die denn hier eigentlich noch? Wenn du eine andere Krippe gibst, du ihr plus 1 plus 0. Nee, die würde ich natürlich sofort mal loswerden. Und hier kann ich noch plus 0 plus 2 geben. Nö, das behalte ich mir noch in der Hinterhand. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie. Nehmt es nicht persönlich. Autsch. Da holt er sich nochmal einen Punkt Leben natürlich. So. Das packe ich mal nach da. So, jetzt bin ich auch wieder hier. Was haben wir denn hier noch? Sturmangriff. Beschwörung plus 3, plus 0 und durchbrechen, wenn die oberste Karte deines Decks. Dann werde ich den erstmal ein bisschen bearbeiten hier. Sterbt, Abschaum! Werde den los. Hab schon Schlimmeres erlebt. Und werde den doch direkt noch los. Meine Klinge ist durstig. So, kommen die beiden zwar weg, aber ich habe in der Reihe die Vorherrschaft. Okay, Belagerungsgerät, Beschwörung plus eins für jede andere verbündete Kreatur. Packe ich die mal direkt dahin. Der ist gleich stark. Und yes, ich krieg noch plus 3, plus 0. Unfassbar großartig. Dann hoffe ich noch auf die hier. Stellung halten! Ach, schade, leider nicht. Sagt mir, wo es wehtut. Der hat mittlerweile 42 Leben. Da muss ich erstmal drum rumkommen.
zwei Sturmangriffskarten noch, das ist sehr gut. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Warte auf Befehle. Ja, jetzt holt er sich noch einen Wächter. Fair enough. Jetzt bräuchte ich natürlich was, um mich gegen die durchzusetzen, weil ich möchte diese Karte natürlich nicht verlieren. Ziehe ich mir erstmal noch eine Karte. Finde ich ziemlich gut. Dann packe ich einen Wächter hier hin. Und den Nordhalssporn. Dann werde ich hier an dem vorbei. Ach so, der hat noch Deckung. Da muss ich damit abwarten. Aber mit dem springe ich auf jeden Fall ins Gesicht. Und mit den anderen natürlich auch. Und so ist er wieder bei 30. Achso, ich könnte mal kurz auf Twitter schreiben, dass ich hier am Start bin, ne? Wie mache ich denn das eigentlich? Twitter. So. Mein Zug. Sehr schön. Beschwörung verursache einen Schaden. Schön. Bahn da, verfluche euch! Zack! Weg mit ihm. Ihr könnt uns nicht besiegen. Weg mit der Belagerungswaffe. Nach Sovngarde mit euch! Und dann mache ich mal richtig schön Terror. Sterbt, Abschaum! Sagt mir, wo es weh tut! Und den behalte ich lieber noch. Auch wenn ich jetzt noch zwei Punkte Schaden machen könnte. Ach, obwohl, kommt. Na? Ich mach noch zwei Punkte Schaden. Ich bin zu allem bereit. Zack. So. Der Tod ereilt uns alle. Melden und twittern. Der Sieg wird unser sein. Kriegsschrei. 4-2, mhm. Yeah, Pfeilhagel. Angriff! Talos! Sagt mir, wo es weh tut. Nach Sovngarde mit euch! Zack, zack. Und damit ist er schon tot. Einfach perfekt. Für Glanz und Gedärme. Für das Grün. Zack, so. Schön, unser erstes Versus-Spiel und direkt mal gewonnen. Das ist doch fein. Kampfsiege. Einen von drei. Also man bekommt auch bei drei Kampfsiegen bei Elder Scrolls immer was. Finde ich gut. Juppie! Und 300 Seelensteine bekommen. Sehr schön. Erschaffe eine Karte mit Seelenruf. Eine geschmiedete Waffe. Aha. Dann erschaffen wir doch mal eine Karte mit Seelenruf. Ich weiß zwar noch nicht, wie das geht, aber das finden wir jetzt wahrscheinlich raus. Bevor du eine neue Karte für deine Sammlung erschaffst, solltest du zuerst Seelenblick benutzen. Seelenblick zeigt alle Karten, sogar die, die du nicht besitzt. Wähle eine Karte, die du nicht besitzt, aber herstellen möchtest. Okay. Hat jemand irgendeinen Tipp, was ich herstellen sollte? Plus 2, plus 0, solange du keine Karten in der Hand hast. Gegnerische Kreaturen verlieren Wächter. Das ist doch ziemlich geil. Beim Seelenruf kannst du mit Seelensteinen eine neue Karte für deine Sammlung erschaffen. Seelenfalle zerstört eine Karte und gibt dir Seelensteine. Einschüchtern. Ja. Machen wir doch die Einschüchternkarte für uns. Minus 100 Seelensteine. Tada! Fein. Damit müssten wir die Quest erfüllt haben. Jawohl! Und dann haben wir 100 Seelensteine wieder gutgeschrieben bekommen. Also haben eigentlich eine Karte umsonst generieren können. Schön. Baue ein neues Deck. Vorbereitung auf die Schlacht.
Spiele 4 Karten als Prophezeiung. Ja, dann bauen wir uns doch noch ein neues Deck. Wollten wir ja sowieso mal machen. Füge deinem Deck hierzu zunächst einen deiner Favoriten aus deiner Sammlung hinzu. Hm. Was machen wir uns denn für ein Deck? Also ich komme wirklich gut mit Stärke und Willenskraft komme ich tatsächlich ganz gut rum. Füge jetzt eine weitere Karte hinzu. Decks können 2 Attribute verwenden. Du kannst also dasselbe Attribut benutzen oder ein anderes. Ziehe noch weitere deiner Lieblingskarten. Oder wähle Deck beenden, um es automatisch abschließen zu lassen. Prophezeiung, Beschwörung, verursache einen Schaden. Beute. Beschwörung. Auch interessant, die Karte. Sturmmantellager, auch cool, dauerhaft. Hm, das ist natürlich super. Die Feuerball nehme ich mit rein, die schwere Streitaxt nehme ich mit. Die Banditen nehme ich mit. Nehme ich mal mit. Den Riesen. Den wilden Oger. Karten ziehen ist immer gut. Ich brauche definitiv noch ein paar Wächterkarten. Wächter, den Wächter finde ich gut. Goldene Heilige nehme ich 2-mal mit. Fünfzig Karten muss ich hinzufügen. Manticore nehme ich mal mit fürs Late Game. Die Legionspräfekten auch fürs Late Game. Dann gucke ich nochmal nach ein paar schönen neutralen Karten. Ah, das waren auch nur die hohen Willenskraftkarten, oder was? Tatsache. Nehme ich auch 2-mal mit. Die Ausbilderin ist natürlich super. Geschäftemacher, der Wächter, Legionsschild. Ich habe noch keine einzige Prophezeiung drin, das ist natürlich schlecht. Wenn dein Gegner eine zerstörte Rune besitzt, ziehe eine Karte. Ich auch mit. Wächter nehme ich noch mit. Prophezeiung. Endlich habe ich eine Prophezeiung. So, ich bin bei 29 Karten. Belagerungsgerät nehme ich noch mit. Ja. Spinne mit. Elixier des Konfliktes nehme ich mit. Hm. Ja,
ist auch super. Prophezeiung Wächter ist auch super. Schlachterfischschwarm. Nehmen den Schlag. Gib einer Kreatur Wächter ist auch super. Nehme ich zweimal mit. Goldbrand nehme ich mit. Ziehe ein... Ach, die Kugel von Vermina. Ziehe ein Exemplar einer zufälligen Karte aus dem Deck deines Gegners. Ist das nicht die... Ah, nee, das ist nicht die Kugel, die... Nee. Ich war gerade völlig woanders. Ich dachte, das wäre die Kugel, die unter der magischen Universität da auftaucht. Ziehe ein Exemplar einer zufälligen Karte aus dem Deck deines Gegners. Finde ich großartig. Prophezeiung Wächter ist immer gut. Letzter Atemzug. Nimm einen zufälligen Dwemer auf die Hand. Auch eigentlich ganz gut, ne? So eine Dwemer-Karte. Gib einer Kreatur plus 2 plus 1. Die funkenschlagende Spinne nehme ich nochmal mit. Den Schlachterfisch nehme ich noch mit. Alterslosen Automaten noch. Und dann nehme ich noch ein paar von den Stärkekarten mit. Nordheißsporn, Stahlkrummsäbel. Den Bogen wollte ich noch einpacken. Dein Deck muss mindestens 50 Karten enthalten. Die meisten Spieler ziehen diese Größe vor, da weniger Karten bedeuten, dass deine Favoriten öfter gezogen werden. Alles klar, ich füge noch ein paar weitere hinzu. Du kannst einem Deck deinen eigenen Namen zuweisen und fertig wählen, um es zu speichern. Wo kann ich denn das benennen? Da oben, yeah. Number One nenne ich es mal. Zack. So, hier so ein Krieger. Finde ich gut. Den Träger am Ende des Zuges Deckung. Spurenleser noch mit dazu. Den mächtigen Verbündeten noch zweimal. Also. Riad-Kampfmagier. Und Sklavenpyromanten. Gut, und in diesem Sinne haben wir ein ganz nettes Deck. Dreimal die Prophetin. Dreimal die Prophetin, meinst du? Haudel weg. Welche Prophetin meinst du? Ich kann ja gleich nochmal reingehen. Aber jetzt haben wir so lange gebaut. Jetzt will ich natürlich auch spielen.